Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal und zu Hause, sehr geehrter Kollege Witzel, ich greife das gleich mal auf. Sie sprachen die anstehenden Urteile an. Ja, in der Tat, da sind wir vor allen Dingen auf juristischer Seite, aber auch als Haushälter und Finanzleute sicherlich sehr gespannt, was da rauskommen wird. Es wurde ja schon mehrfach jetzt auch im Rahmen der heutigen Debatte angesprochen, das Urteil des Verfassungsgerichtshofs in Münster vom 1. Juli. Frau Kollegin Gebhardt, Sie haben, dafür danke ich Ihnen übrigens, zum wiederholten Male, wie auch schon letzte Woche im Ausschuss, sehr, ich möchte mal sagen, akribisch genaue oder besonders pointierte Ausführungen gemacht zur Bewertung des Urteils auf Seiten der regierungstragenden Fraktion, wie aber auch letztendlich der Landesregierung. Allerdings ist mir aufgefallen, Frau Kollegin Gebhardt, dass Sie zu dem Abstandsgebot etwas ganz Besonderes oder zur Einhaltung des Abstandsgebots etwas Besonderes gemacht haben. Sie haben nämlich das Abstandsgebot in einen Vergleich gezogen zwischen der Vergütung im öffentlichen Dienst, das lässt man noch mal danach lesen können, im Verhältnis zur Beamtenbesoldung. Das heißt also, Sie haben eine Tarifstufe im öffentlichen Dienst verglichen mit einer Besoldungsstufe bei den Beamten. Das meint das Abstandsgebot nämlich gerade nicht, sondern das Abstandsgebot muss natürlich innerhalb der jeweiligen Besoldungsstufen. Gut, ja, vielleicht war es ein Missverständnis, das kann natürlich sein, aber wenn wir dabei sind und wenn wir an Strukturpolitik denken und wenn wir an ausreichende Alimentation nicht nur der Beamtinnen und Beamten denken, denken wir vielleicht natürlich auf der anderen Seite auch an die ausreichende Vergütung derjenigen, die in ähnlichen Beschäftigungen befindlich im öffentlichen Dienst drin sind. Und da muss man natürlich daran denken, ob nicht vielleicht der Finanzminister künftig auch noch mal ein bisschen mehr in die Tasche greifen muss. Vielleicht ein bisschen mehr in die Tasche greifen muss, um nämlich genau diesen Abstand zwischen den Beschäftigten im öffentlichen Dienst und den Beamtinnen und Beamten wenigstens weitergehend anzunähern. Ich spreche da insbesondere im Bereich der Lehrerschaft an, denn da haben wir ja die Situation, dass zum Beispiel ein Deutschlehrer, eine Deutschlehrerin im öffentlichen Dienst, die denselben Unterricht gibt wie ihr Kollege als Beamter, weniger verdient. Und da sollte man natürlich in der Zukunft mal darüber nachdenken, also weniger darüber nachdenken, wie viel weniger die Beamten kommen können, um strukturelle Haushaltsdefizite auszugleichen, sondern dafür zu sorgen, dass das, was nämlich hier auch immer so gerne als gerecht apostrophiert wird, im Lande Nordrhein-Westfalen zumindest, tatsächlich stattfindet. Hinzu kommt noch folgender Umstand. Wie gerade die Anhörung zu dem jetzt hier beratenden Beamtenbesoldungs- und Versorgungsgesetz ergeben hat, ist, dass NRW im Vergleich zu nahezu allen Bundesländern in der Bundesrepublik Deutschland mit der Besoldung hinterherhinkt. Absolut hinterherhinkt. Und da geht es in der Tat um genau diese Jagd nach den Köpfen, nach den guten Leuten, die natürlich sich 10-mal überlegen, ob sie in NRW sich bewerben oder möglicherweise in Bayern oder in Rheinland-Pfalz oder woanders, aber gerade nicht in Nordrhein-Westfalen. Die Guten werden nicht mehr in Nordrhein-Westfalen bleiben wollen und neue Gute, nämlich insbesondere der Nachwuchs, und das hat der Chef der Deutschen Steuergewerkschaft NRW, Herr Lehmann, unter anderem in dieser Anhörung, aber auch an anderer Stelle mehr als deutlich gemacht, der Nachwuchs wird selbstverständlich auch gerade über die Frage der Alimentation nur geködert und bekommen werden können. Und das stellt der Gesetzentwurf, den wir jetzt hier beraten und vorliegen haben, definitiv nicht sicher. Es mag zwar sein, dass der Gesetzentwurf, so wie er uns vorliegt, etwas verfassungsgemäßer ist als der letzte, den der Verfassungsgerichtshof abgelehnt hat bzw. kassiert hat. Aber, und das haben die Verwaltungsrichter und auch der Vertreter des Deutschen Richterbundes mehr als eindeutig innerhalb der Anhörung zum Besten gegeben oder auch konstatiert, und die wissen ja, wovon sie reden. Es waren ja auch diejenigen, die in dem letzten Beratungsverfahren davor immer wieder massiv betont haben, wie verfassungswidrig das alles ist, was hier im Landtag beraten wird und geschieht und am Ende auch verabschiedet worden ist. Die sagen, es ist etwas verfassungsgemäßer, aber eben immer noch nicht verfassungsgemäß. Immer noch nicht verfassungsgemäß. Und es mag sein, dass vielleicht die Größe der oppositionellen
Kräfte hier im Landtag oder die Anzahl der oppositionellen Kräfte nicht ausreichen wird, um gegebenenfalls hier dann auch den neuen Gesetzentwurf noch mal auf den Prüfstand zu stellen. Die Richter und Richterinnen und Staatsanwältinnen und Staatsanwälte haben jedoch in der Anhörung deutlich erkennen lassen, dass sie weiterhin an der Prüfung des dann auch demnächst verabschiedeten Gesetzes festhalten werden. Und da wird noch mal schauen, was am Ende bei rauskommt. Immer noch gibt es also Klagen von Richterinnen und Richtern, und die Anhörung hat auch noch einen weiteren besonderen Punkt ergeben. Es wird hier so verkauft, als sei am 22. August ein großer Konsens erzielt worden zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen, der Landesregierung und der Beamtenschaft. Das ist gar nicht der Fall. Die Anhörung hat eindeutig ergeben, nicht mal alle Vertreter oder Organisationen, Verbände der Beamtenschaft sind überhaupt eingeladen gewesen, geschweige denn, dass sie da waren, und haben im Übrigen auch in der Anhörung bekundet, dass sie diesen Konsens oder beziehungsweise würde es sich um einen Tarifabschluss gehandelt haben, den es ja im Beamtenrecht nun mal nicht gibt, hätten sie ihren Mitgliedern nicht empfohlen, das zu unterschreiben. Und das von mehreren Beamtenvertretern, unter anderem von dem Bund der Kriminalbeamten, unter anderem von der Vereinigung der Verwaltungsrichter, unter anderem vom Deutschen Richterbund. Auch Herr Lehmann von der Deutschen Steuergewerkschaft hat sich nicht besonders positiv geäußert, was diesen Gesetzentwurf angeht. Und es gibt noch einige andere, ich kann sie jetzt gar nicht alle aufzählen, die mehr als enttäuscht sind über die Art der Verfahrensweise mit Ihnen. Und wir haben im vorletzten Beratungsverfahren oder im Beratungsverfahren zum gekippten Gesetz hier an dieser Stelle gesagt, es ist erforderlich, dass die Landesregierung mit allen Beamtinnen und Beamten sich an den Tisch setzt. Und das genau ist nicht der Fall gewesen. Wir sehen in diesem Gesetz, wenn überhaupt, eine, wenn auch nur teilweise, notwendige Umsetzung eines Richterspruchs, aber eben keine Politik der Landesregierung. Hier wird einfach einer Entscheidung hinterhergerannt, wie es so oft ist, siehe auch, was die Haushaltssperre angeht, die dann als notwendiges Übel beziehungsweise ja als notwendige Folge des Richterspruchs von Münster hier verhängt worden ist über das Land Nordrhein-Westfalen. Hier eilt man mit allen möglichen Maßnahmen immer wieder neuen Erkenntnissen hinterher. Das ist keine Gestaltung, sondern das ist Reparatur. Und Reparatur steht nun mal der Gestaltung definitiv entgegen. Hier geht nichts nach vorne, insbesondere auch nicht im Bereich der Alimentation der Beamtenschaft. Entgegen also der Haltung der regierungstragenden Fraktionen hier im Plenum und auch entgegen der Haltung der CDU, als der größten Oppositionspartei, empfehle ich jedenfalls meiner Fraktion, diesem Gesetzentwurf nicht beizutreten, ihn sich nicht mal dazu zu enthalten, sondern ihn schlicht und ergreifend abzulehnen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.